Jetzt habe ich meine vier Kurse so zusammen. Jetzt brauche ich nur noch den letzten Kurs, letzten vierstündigen Kurs zum Wählen. Und damit zum weiteren Video, diesmal über Profilfächer. Ja, und in Profilfächern ist es so, dass man halt alles Mögliche wählen kann. Zum Beispiel eine Naturwissenschaft, eine Sprache kann man auch dazu wählen. Aber man muss sich schon sehr stark reinhängen, denn Sprachen verbrauchen generell viel Zeit in der Vorbereitung, zum Beispiel beim Referate halten, bei Gruppenarbeiten teilweise auch. Deshalb muss man schon für Sprachen sehr viel tun. Aber es gibt auch die dritte Möglichkeit, nämlich die Geisteswissenschaften bzw. die Sozialwissenschaften. Ist dieses Geräusch weg? Okay, gut. Jetzt können wir weiter machen und ich gehe ganz stark auf diese Geisteswissenschaften ein, weil ich ja bis jetzt noch nichts über diese Fächer gesprochen habe. Nämlich zum Beispiel Erdkunde, Geschichte, Politik bzw. Gemeinschaftskunde und Religion. Zuerst fangen wir mit Erdkunde an, weil das mein LK ist. Und für die, die Erdkunde vierstündig wählen wollen, habe ich eine Nachricht oder mehrere Nachrichten, nämlich die, dass man zum Beispiel, naja, bei uns in Baden-Württemberg, in der Q1 bzw. in der 11. Klasse physische Geografie lernt. Das ist eher Geografie in der naturwissenschaftlichen Richtung. Da muss man auch wie in Naturwissenschaften ähnlich viele Fachbegriffe lernen. Ja, ich habe es ja selber erlebt. Ich habe ja ein Jahr Erdkunde vierstündig Erfahrung. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, Bilder zu analysieren, zum Beispiel Diagramme zu analysieren, wie zum Beispiel Klimadiagramme, der Klassiker schlechthin bei Erdkunde. Und was kann man dann noch analysieren, zum Beispiel im Abflussregime und solche Sachen. Wenn man natürlich schon in Naturwissenschaften recht gut ist, der wird auf jeden Fall in der physischen Geografie auch nicht viel schlechter sein. Denn da ist auch sehr naturwissenschaftlich geprägt. Und dann gibt es zu einem anderen Teil, also in der Q2, den Teil Anthropogeografie. Und dieser Teil Anthropogeografie ist, wie sollen wir es sagen? Ja, schon sehr gemeinschaftskundelastig, beziehungsweise teilweise schon politiklastig. Nein, politiklastig nicht so krass wie bei Geschichte oder Gemeinschaftskunde, aber schon muss man schon Ahnung von Politik haben. Und da man in Erdkunde vierstündig sehr viel lernen muss, muss man nicht, haben wir auch in unserem Kurs schon teilweise diesen Teil abgehandelt, deshalb kann ich schon etwas Erfahrung davon euch berichten. Und da ist es halt so, dass man teilweise schon längere Texte schreiben muss, nicht so stark wie bei Englisch oder Deutsch, aber trotzdem schon teilweise große Texte schreiben muss und auch teilweise diskutieren muss, so ähnlich wie in Gemeinschaftskunde, kann man sich das vorstellen. Aber das ist nicht so politiklastig, aber dafür gibt es mehr Wirtschaft oder Globalisierung. Und solche Themen sind auch in der Anthropogeografie vertreten. Das war die Geografie, nun zur Gemeinschaftskunde, die ja
gar nicht so viel anders ist. Und in Gemeinschaftskunde, ja, da wird viel über Verfassung gesprochen, viel darüber gesprochen, wie Politik funktioniert. Da gibt es auch viel Politiktheorie, wie ich von einigen Vierständern mitbekommen habe. Deshalb sollte man schon darauf gefasst sein, dass viel Theorie kommt, besonders im vierstündigen Kurs. Und da kann ich nicht allzu viel sagen, da ich diesen Kurs als Grundkurs gewählt habe. Ja, und damit zu Geschichte. Und in Geschichte ist es etwas anders, da gibt es nicht ganz so viel Politik, aber schon noch eine gewisse Menge an Politik, die man so durchnimmt. Aber natürlich auch kommen die Weltkriege dran, zum Beispiel auch der Deutsch-Französische Krieg. Also alles, was man schon in der Mittelstufe gelernt hat, wird so ziemlich in der Oberstufe aufgegriffen. Und dementsprechend muss man auch sehr viel in 2 Jahren durchlernen. Und wer schon in der Mittelstufe recht gut mit Geschichte klargekommen ist und auch in Gemeinschaftskunde recht gut ist und auch sich sehr gut ausdrücken kann und sehr gut mit der deutschen Sprache umgehen kann und dementsprechend gut in Deutsch ist, der sollte tatsächlich Geschichte vierstündig wählen. Aber das ist wirklich nur mit Vorsicht zu genießen, denn in Geschichte muss man verdammt viel auswendig lernen, so ähnlich wie Bio und Erdkunde auch. Und dann kommen wir zu Religion, das ich zweistündig gewählt habe. Und in Religion ist es so, dass man teilweise schon oft philosophiert, aber das natürlich verbunden mit Gott. Deshalb beschäftigt man sich auch oft mit der Bibel und mit Bibelinterpretation und Auslegung, wie wir das auch gemacht haben. Und Religion ist halt so ein Fach, wo man auch viel sprechen muss, wie in anderen sozialwissenschaftlichen Fächern auch. Und wer sich sehr gut mit der Bibel auskennt und auch gut philosophieren kann, der ist auf jeden Fall bei Religion sehr gut aufgehoben und dürfte als Vierstünder oder Vierstünderin keine großen Probleme haben. Und im nächsten Video spreche ich über die Fächer Sport, Kunst und Musik. Und bis dann.